Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Hartmann, ich glaube, Sie haben das Thema Freiheit nicht verstanden. Aber ich möchte nicht, dass in jeder Rede auf solche Sachen eingegangen werden muss. Ich finde es gut, dass am letzten Mittwochabend so viele Menschen, auch politisch Verantwortliche, Volker Kauder, hier, Annette Wittmann-Mautz, bei Berlin trägt Kippa waren. Es ist aber schlecht und besorgniserregend, dass das in Deutschland nötig ist. Es ist gut, dass wir in den letzten zwei Wochen so häufig über Religionsfreiheit und Menschenrechte gesprochen haben. Über die Situation der Rohingya, Freitagmorgen, heute, zur besten Plenarzeit, über Christenverfolgung. Es ist besorgniserregend und schlecht, dass das nötig ist. Das Menschenrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit wird weltweit zunehmend eingeschränkt oder komplett infrage gestellt. Ungefähr drei Viertel der Weltbevölkerung leben in Ländern mit Einschränkungen der Religionsfreiheit. Christen und Muslime sind auch aufgrund ihrer Gesamtzahl am häufigsten betroffen. Christen wurden 2015 in 128 Ländern bedrängt, diskriminiert oder sogar verfolgt. 2007 waren es noch 108. Darum ist auch gut und richtig, dass der Koalitionsvertrag das Thema aufgegriffen hat und die Stelle des Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit geschaffen hat und beim BMZ angesiedelt hat. Zu meiner Aufgabe gehört künftig auch, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, den Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit im zweijährigen Rhythmus fortzuschreiben. Der vorliegende Bericht aus dem Jahr 2016, über den wir heute sprechen, verzichtet weitgehend auf Gesamtbetrachtungen zu Staaten und vermeidet Handlungsempfehlungen. Der nächste Bericht der Bundesregierung sollte meiner Meinung nach dokumentieren, berichten, hinweisen, aber auch Werten und Empfehlungen geben. Ich möchte diesen Bericht zusammen mit interessierten Abgeordneten, mit den Ressorts, mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften, mit engagierten Gruppen und Einzelpersonen und mit Wissenschaftlern erarbeiten. Beim Thema Religionsfreiheit fangen wir nicht bei Null an. Schon 1999 hat die CDU-CSU-Fraktion eine große Anfrage zur Christenverfolgung und zur Religionsfreiheit an die damalige rot-grüne Bundesregierung gerichtet. Und Volker Kauder macht regelmäßig Veranstaltungen, Termine, Reden zum Thema Christenverfolgung und Religionsfreiheit. Im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gibt es seit Anfang 2016 den Arbeitsbereich Religion und Entwicklung. Die Strategie, die Religion als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit, zeigt vielfältige Maßnahmen auf. Und auch im Auswärtigen Amt gibt es seit Ende 2016 den Arbeitsstab Friedensverantwortung der Religionen. Sehr geehrte Damen und Herren, ganze Völker, ganze Religionsgemeinschaften sind sprichwörtlich vom Aussterben, von der Ausrottung bedroht. Unser Einsatz kommt gerade zur rechten Zeit und hoffentlich noch rechtzeitig. Nehmen wir eine Region, die im Brennglas zeigt, wie berechtigt unsere Sorge ist. Ich habe sie gerade mit Minister Müller besucht. Nehmen wir den Nordirak. Ich erwähne etwa die Christen, die in der Wiege der Christenheit leben oder gelebt haben, die aramäischen, assyrischen, chaldäischen Christen, Urkirchen, in denen zum Teil die Muttersprache Jesu gesprochen wird. Ich erinnere an die Religionsgruppe der Jesiden im Nordirak und Syrien, die in besonderer Weise unter dem schrecklichen Wüten des IS gelitten hat. Die Jesiden leben heute in Flüchtlingslagern oder sind in viele Länder der Welt zerstreut, und viele sind auch in Deutschland. Ich erinnere an die ebenfalls im Nordirak lebenden Mandäer und Schabak, an die Turkmenen. Diese religiöse Vielfalt, dieses Mosaik erinnert an das reiche Erbe der Region. Es ist ein Erbe der Menschheit. All diese Religionsgruppen wurden angegriffen, weil sie sich nicht dem IS beugen wollten. Sie haben viele Opfer zu verzeichnen und sind als Binnenflüchtlinge entwurzelt und ihrem Fortbestand bedroht. Die Angriffe sind religiös begründet und auch so zu verstehen, als Versuch, Andersgläubige zu vernichten. Ich könnte die Aufzählung noch fortführen. Kai Gehring hat ja viele betroffene Gruppen aufgezählt. Ganz konkret müssen wir uns aktuell die Frage stellen, wie es gelingen kann, dass in der Ninive-Ebene oder im Sinjar wieder Christen und Jesiden leben können. Wer garantiert ihre Sicherheit? Die irakische Regierung? Das wird den Christen und Jesiden aus schlechter Erfahrung nicht genügen. Die Weltgemeinschaft? Die Europäische Union? Was ist unser deutscher Beitrag? Wir müssen die Frage beantworten, wie ein Aussöhnungsprozess
im Nordirak erfolgen kann. Die Benennung und Bestrafung der Haupttäter ist eine Voraussetzung für die Versöhnung. Und wir müssen Lösungen finden, wie ein gutes Miteinander oder wenigstens friedliches Nebeneinander von Sunniten, Schiiten, Jesiden und Christen möglich ist. Und wir müssen bereit sein, diese Maßnahmen zu bezahlen, dort zu investieren. Und da reicht die aktuelle Mittelausstattung bei weitem nicht aus. Das müssen wir bei der Haushaltsaufstellung bedenken. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat bei der Vorstellung des Berichts gesagt, dass religiöser Fanatismus Brandbeschleuniger in den Konflikten ist. Daher sage ich, der Einsatz für Religionsfreiheit und Menschenrechte schafft Frieden und mindert Fluchtursachen. Beim Propheten Jesaja lesen wir, der Gerechte kommt um, doch niemand nimmt sich dies zu Herzen. Die Frommen werden dahingerafft, aber es kümmert sich niemand darum. Kämpfen wir in allen Arbeitsbereichen dafür, dass Menschenrechte und Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit gestärkt werden und die Rufe der Verfolgten nicht ungehört bleiben, wie zu Zeiten des Propheten Jesaja. Danke für den Anruf. Jetzt hat das Wort die Kollegin Büte Jensen, FDP.